Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, heute zur Folge für den Einstieg zum Reinkommen, weil jetzt auch schon wieder eine kleine Aufnahmepause dazwischen war, ein paar Tage, machen wir direkt nochmal hier so einen Attentatsauftrag. Davon haben wir ja noch einige zu erfüllen. Und ja, ich denke, zum Reinkommen ist das ganz gut, bevor wir dann uns auch in Bälde weiter mit der Story befassen. Vertikaler Schnitt. Soldaten der Borgia wurden in San Gimignano gesehen. Vielleicht planen sie etwas. Tötet sie alle, aber stellt sicher, dass ihr nicht gesehen werdet. Rodrigo soll unsere Einmischung nicht als Vorwand nehmen können, um einen Krieg zu beginnen. Lorenzo. Okay. Die fünf Soldaten töten, ohne entdeckt zu werden. Ja, diese Aufträge funktionieren ja auch schon in Herr der Ringe Mordors Schatten. Super immer bei mir. Und deswegen bin ich da jetzt ganz guter Dinge, dass das auf Anhieb funktioniert. Ja. Ach ja. Wir müssen irgendwie erstmal da hinkommen. Scheint gar nicht mal so nah zu sein. Ich laufe jetzt einfach mal unten, bevor wir noch irgendwo dumm auf so einem Dach entdeckt werden. So, hier in der Nähe ist das. Können wir hier schon mal hoch? Können wir schon mal irgendwo einen sehen, vielleicht, damit wir uns. Das da oben wird wahrscheinlich einer sein. Und der da. Du nicht. Du bist irrelevant. Du darfst dich aber gerne umdrehen. So. So. Das fand er schon mal nicht lustig, der Kerl. Das sieht er nicht. So. Ich hoffe, das war auch der Richtige. Machen wir mal so. Da läuft zum Beispiel einer und da läuft einer. Es ist alles ja nicht mal so leicht. Bist du auch einer? Du bist auch einer, den wir erwischen müssen. Okay. Dann nehme ich doch erstmal. Ich bin gar nicht da. Ja, ich will. Wenn Ezio das mal tun würde. Ich mag das nicht, wenn ich loslassen drücke und Ezio einfach nicht tut, was ich will. Gut. Also nochmal, fünf Soldaten töten, ohne entdeckt zu werden. Wie gesagt, es funktioniert wahrscheinlich genauso gut wie in Mordor's Schatten. Das mit dem nicht entdeckt werden ist meine Spezialität. Vielleicht bleibe ich jetzt auch erstmal unten und nehme die mir auf den Dächern als letztes vor. Verehrte Kunden, das macht wahrscheinlich alles überhaupt keinen Unterschied. Sehr unterhaltsam. Du bist auch unterhaltsam. So. Auch so ein Kasper. Idioter. Runter, Hund! Da! Bleib dran! Okay. Auch das funktioniert anscheinend nicht, so wie ich mir das vorstelle. Okay, nochmal. Das ist das mit dem, auch was ich meine mit dem Einspielen. Bei der Ringe ist es ja so, wenn der einen sieht, aber man ihn im gleichen Moment, wo der einen entdeckt, quasi erwischt, also umnietet, dann ist es so, als wäre überhaupt nichts geschehen, weil er konnte ja auch, wenn er wo er jetzt gesehen und entdeckt hat, ja noch nicht um Hilfe rufen. Macht ja eigentlich mehr Sinn, als wenn wir jetzt da so einem Einzelnen begegnen, der uns vielleicht sieht. Obwohl er im nächsten Moment sterben würde, dass dann trotzdem irgendwie alle anderen Bescheid wissen. So, die darf das ja ruhig sehen. So, die hat uns jetzt entdeckt, das zählt aber nicht. Okay.
Haben wir einen schon mal da im Heuhaufen drin. So. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr durch das Tor schreitet. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Meinst du? Bist du dir sicher? Ich setz mich erstmal. Na geh weiter. Nicht. Dann geh ich weiter. Du weißt überhaupt nicht, wer ich bin. Du hast auch nicht das Geringste gesehen. Schwinde hinter dem Baum. So. Ne? Wir sind ja dafür auch grün gekleidet. Das darf der uns gar nicht sehen. Er spielt aber irgendwie nicht mit, so wie ich mir das vorstelle. Er bleibt einfach stehen. Und tut so, als keine Ahnung was. Naja. Gut. Da keine andere Wache ist, beenden wir das Elend. So, jetzt aber schnell dort weg hier. Nehmen wir mal den Weg hier. So. Okay, also unten die dürfen uns wohl sehen. Nur die auf den Dächern nicht. Die finden es nämlich nicht so lustig, wenn man auf Dächern rumturnt. So. Hier ist nämlich schon mal einer. So. Der ist schon mal weg. Möchte ich mal versuchen. Hier erstmal nach oben vielleicht. Ja, das findet der wahrscheinlich wieder nicht lustig, wenn ich da jetzt auf der Seite rumkletter. Also warten wir. Bis der sich umgedreht hat. Natürlich. Ezio, verschwinde. Lass dich einfach fallen. Danke. Ja, du leierst da immer noch, ich weiß. Okay. Also macht er Probleme. Wenn er Probleme machen will... Schalten wir ihn zuerst aus. So, tschüss. Das hat er da oben zum Glück nicht mitbekommen. Dann ist das der letzte. Den sollten wir doch dann hoffentlich... Hier komme ich natürlich mal wieder nicht hoch, ne? Doch. Doch. Aber ich komme nicht rum. Weil ich muss hier weiter rum. Okay. Ich werde ranspringen von hier. Jawohl. Gut. So. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Gut. Schalten wir den letzten aus. Hat ja auch nur knapp die Hälfte der Folge gedauert. Furchtbar. Furchtbar. So, 2000 Florin, vertikaler Schnitt, abgeschlossen. So, er fasst sich nochmal an die Hüfte, wo er sich da niederlegt. So, haben wir das? Haben wir hier irgendwo... Haben wir. Machen wir erstmal einen Abflug. So. Und dann... Mein Gott. Wie viele von denen gibt es denn eigentlich hier? Das ist ja... Punkte, Federn, Schlägerei, Rennen, Attentat. Wir haben jetzt wirklich... Hier zwischendrin war so ein paar, aber schaut mal, wie viele es hier gibt. Es werden nicht alle hier in San Gimignano sein, aber es gibt eine Menge Attentate. Naja. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Ob ich jetzt noch weiter so ein Attentat mache oder ob ich weiter mit der Story mache. Vielleicht machen wir hier einfach mal von hier unten eins. Wir haben vorher mal von oben aus dem Taubenschlag genommen. Machen wir noch eins. Ich hoffe, das geht schneller als das letzte. Vielleicht auch deswegen, weil wir das nicht irgendwie fünfmal machen müssen, gefühlt. Na, gucken wir mal, wie viel Zeit wir da noch haben. Was sind die denn jetzt auf einmal so aggro auf uns? Seid ihr irre? Ich glaube schon, oder? Greift ihr uns denn auf einmal an?
Für nichts und wieder nichts. Au. So. Du haust nicht ab. Dafür, dass ihr uns einfach so angegriffen habt, sehe ich gar nicht ein. Ja. Habe ich ja auch schon mal gesagt in einer der letzten Folgen. Es sind nur wirre Leute hier in der Stadt. So. Das ist sogar ausnahmsweise mal ein Steckbrief, der auf Augenhöhe von anderen Menschen platziert ist. Naja. Ja. Wir sind schon weg, bevor ihr uns da wirklich erwischt. So, nehmen wir den Weg hier. Und dann sind wir schon da. Dann grabbeln wir uns mal ein Täubchen. Und schauen mal, was wir als nächstes tun müssen. Camping verboten. Unsere Feinde sammeln sich in Lagern auf dem Land. Tötet ihre Anführer. Ohne sie werden die Söldner fliehen. Um das größtmögliche Chaos anzurichten, solltet ihr die Aufgabe möglichst schnell erledigen. Na toll. Zeitlimit? Zeitlimit. Das heißt, ich gucke vorher auf die Karte und guck mal, was die sinnvollste Route ist. Ich glaube, hier runter, dann da hoch und dann da hoch. Okay. Also, gehen wir erstmal da runter. Komme ich von hier eher nicht. Ich muss wahrscheinlich eher darüber. Okay. Verdammt, was macht ja, du findest das nicht lustig, dass ich hier bin. Ich weiß. Ich eigentlich auch nicht. Deswegen mache ich jetzt hier den Abflug. So, dann schnappen wir uns schnell so einen galoppierenden Vierbeiner. Auch Pferd genannt. Und geben Gas. Wir sollten die schnell erledigen. Wurde uns gesagt. Okay. Müssen wir die lautlos erledigen? Weiß ich nicht. Toll, der läuft natürlich gerade weg. Zählt das jetzt? Oder müssen wir einfach alle hier töten? Ich hoffe mal, das zählt. Doch, nee, Ziel eliminiert. Das muss nur die... Alles klar. Okay. Tschüss. So. Ich glaube, das Rechte hier ist näher, oder? So ist es. Na, geh raus aus dem... Wollte eigentlich nur. Machst du dich endlich mal nützlich als hängende Zielscheibe für die Steine der Jungs. Wo rennst du denn hin? Stopp ihn! Komm her, du Pferd. Und dann schnell zum nächsten. Sind die natürlich alle hinter uns her, aber. Es hieß ja nur, wir sollen es schnell erledigen und nicht, wir sollen es lautlos erledigen. Und dass wir Chaos anrichten sollen. Haben wir, glaube ich, geschafft. Bisher. Deswegen machen wir das beim letzten jetzt doch genauso. Na komm. So. Packe ich hier schon mal ab. Nehme ich mir... So, dann weiß ich, wo der ungefähr steht. War das der Richtige? Nee. Das ist der Richtige. Okay, Camping verboten, abgeschlossen. Sogar wieder ein paar Geldstücke für bekommen. Nicht in deiner Schicht. Ist doch schon längst passiert. Willst du denn? Schnell, er entkommt uns. Ist richtig. Machst du auffallend recht. Zum Beispiel so. Dann kommt mal ran. Wenn er zu nah kommt, den nehme ich auch noch gerne mit in den Heuhaufen rein. Das Pferd verrät uns auch gar nicht, dass es hinter uns herkommt. Nein, ist Quatsch. So. Gut, zurück zur Stadt, würde ich sagen. Müssen wir irgendwie wieder unseren Gesuchtstatus loswerden. Das wäre ganz angenehm. Also müssen nicht, aber es macht das Ganze einfach deutlich angenehmer. Wir machen es einfach so, wir machen dieser Folge weiter Attentatsaufträge. Weil, ich glaube, das mit der Story, das wird eventuell ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und damit die Folgen nicht zu lang werden,
Zumindest mein Plan. Machen wir das jetzt so. Und... so. Schau mal da. So, trifft sich gut. Haben wir nämlich schon mal 75% weniger. Haben wir da hinten noch so ein Poster gehabt. Das natürlich wieder an unmöglichen Stellen hängt, so wie ich mir das denken kann. Ja, selbst schuld. Haben wir hier von dem hier? Nee, das macht keinen Sinn. Dann, hier hoch? Vielleicht? Wir dann hier dran springen? Das geht. Okay. Sehr gut. So, damit sollten wir wieder inkognito sein. Sehr schön. Dann springen wir wieder zurück. Machen uns auf in Richtung Taubenschlag. Und holen uns die nächste Mission ab. Bessere Preise als diese werdet ihr nirgends finden. Dann haben wir die Sachen nämlich auch möglichst schnell auch abgearbeitet. Beziehungsweise kommen da auch dann gut voran. Ach mein Gott. Ja. Oh, das ist wieder irgendein Problem mit mir. Weißt du was? Da ist er! Dann halt nicht. Entweder stirbst du direkt oder nicht. Wenn nicht, dann lass es. Ach, Ezio, lass los. Warum hat er den denn jetzt? Ach, man weiß es wieder nicht. Ach, ist das wieder unnötig hier. Dass ich mich hier immer mit euch rumprügeln muss, mit euch Typen. Unser Foltermeister ist so gut, dass du ihm nicht nur deine, sondern deine und meine Geheimnisse preisgibst. Alles klar. So. Interessant. Natürlich schon wieder so ein Suchtstatus, aber egal. Wir nehmen jetzt hier ganz fix den nächsten Auftrag an. Hoffe ich, dass ich das noch schaffe. So. So, sag, was ich tun soll. Showtime! Einer der Schurken, welche die Condottieri anheuerten, die Florenz angriffen, wurde gefunden. Der Mann geht jeden Tag in der toskanischen Landschaft spazieren, legt ihm bei den Ruinen des römischen Amphitheaters einen Hinterhalt, Lorenzo. Alles klar, Ziel lokalisieren. Dann gehen wir unser Ziel erstmal lokalisieren. So, haben wir hier... wo hängt der Brief? Wo hängt der Brief? Man weiß es wieder nicht. Hey, ja, auch wieder klar. Sei ruhig. Hier will keiner reden. So. Mal hier rüber. Über die Dächer. Ja, wenn da niemand da sein darf, darfst du auch nicht sein. Also, irgendwas stimmt ja da nicht. Shit. Ja, jetzt haben wir da dieses rote Quadrat, das bedeutet, dass unsere Rüstung, Schaden genommen hat, die wir dann reparieren müssen. Ja, da steht es auch nochmal. Rüstung zerbrochen. Und so weiter. Aber, ey, sag mal, wo ist denn der? Ach, bei dem Amphitheater draußen vor der Stadt. Na, herzlichen Glückwunsch. Mache ich das jetzt anders? Guten Tag. So. Viel besser als ich es könnte. Wir machen uns inkognito. Wir laufen zum Schmied hier. Oh Gott. Plus, der hat mich jetzt sein Visier, obwohl ich inkognito bin. Egal. So, wir reparieren unsere Rüstung, damit wir wieder da wieder voll sind. Wir könnten uns tatsächlich sogar die, Helmschmied leisten, wenn wir das denn wollen würden. Um,
Aber ich glaube, diese Sachen kaufen wir alle lieber in... hier, das können wir ruhig mal auffüllen. Aber die anderen Sachen kaufen wir, glaube ich, lieber in San Gimignano. Denn da bekommen wir auch Rabatt, da das ja unser Schmied ist dann. So, dafür würde ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Wir beenden diesen Auftrag in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.